Hi ihr Lieben, ich bin die Lara und ich zeige euch heute inspirierende und praktische Tipps für euer Schlafzimmer. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Um das Schlafzimmer auch optimal auszunutzen, ist Stauraum und Organisation natürlich das A und O. Hier sitze ich schon auf einem Bett, das keinen Bettkasten unten drunter hat, aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, den Stauraum oder die Fläche unter dem Bett zu nutzen. Und dafür gibt es wunderschöne Stauraumkisten, wo ihr nochmal ein bisschen mehr Bettwäsche, Schuhe oder andere Dinge aufbewahren könnt. So, mein nächster Tipp für euch ist, auf jeden Fall mit einer Bettbank vor dem Bett zu arbeiten. Ich habe mich hier für die Variante ohne Stauraum entschieden, weil ich finde, hier unten drunter noch eine hübsche Kiste zu haben, macht den Raum auf jeden Fall noch mal ein bisschen gemütlicher. Es gibt aber natürlich auch die Variante, die direkt den Stauraum integriert hat. Zusätzlich kann der Platz über eurem Kleiderschrank auch nochmal für Stauraum sorgen. Hier würde ich euch empfehlen, mit schönen dekorativen Kisten zu arbeiten. Und darin könnt ihr natürlich auch Sachen dann verstauen, die ihr nicht so oft braucht. Und die landen dann oben auf dem Kleiderschrank. Übrigens, wenn es um Kleiderschränke geht, würde ich euch empfehlen, wenn ihr ein richtig kleines Schlafzimmer habt, euch für Schiebetüren zu entscheiden. So spart ihr da auch nochmal ein bisschen Platz und müsst die Tür nicht in den Raum öffnen. Den Kleiderstuhl im Schlafzimmer, glaube ich, kennt jeder von uns. Und hier habe ich eine wunderbare Alternative für euch, nämlich eine Leiter. Die ist erstmal platzsparender als ein Stuhl und sieht auch ein bisschen ordentlicher aus. Und wenn ihr ein sehr, sehr kleines Schlafzimmer wieder habt, dann würde ich euch Wandhaken empfehlen. Und da gibt es auch wunderschöne Farben und Formen. Bevor ich euch jetzt noch weitere Tipps und Tricks verrate, alle Produkte, die ihr heute seht, könnt ihr natürlich auch nachshoppen. Und dazu müsst ihr einfach nur auf den Link unten in der Infobox klicken. So ihr Lieben, das Wichtigste ist jetzt verstaut und man kann immer noch den Raum ein bisschen größer wirken lassen, indem man helle Möbel und große Spiegel verwendet. Hier habe ich mich für eine große weiße Kommode entschieden, weil ich finde, die kleine schwarze Kommode vorher hat nicht so viel Stauraum geboten, ne, wie die hier. Die hat nämlich Schubladen und Ablageflächen zugleich. Und wenn es um Spiegel geht, würde ich euch empfehlen, die Spiegel gegenüber vom Fenster zu platzieren. So holen sie nochmal die Helligkeit von draußen nach drinnen. Beim Thema Wandfarben würde ich euch ans Herz legen, den Raum mit hellen Wandfarben zu streichen. Das hat einfach den positiven Effekt, dass der Raum nicht noch kleiner wirkt, als er vielleicht eh schon ist. Und habt ihr hohe Wände, dann seid mutig und streicht die Decke dunkel. Das hat den positiven Effekt, dass einfach der Raum noch ein bisschen gemütlicher wirkt. Habt ihr in eurem Schlafzimmer auch eine Ecke, die ungenutzt ist, dann ist das der perfekte Ort für eine kleine Homeoffice-Ecke. Und dabei würde ich euch empfehlen, dass die Homeoffice-Ecke nicht direkt vor dem Bett platziert ist. Man soll ja schließlich beim Schlafen nicht an die Arbeit denken. Besonders wichtig ist hier, dass ihr mit Möbelstücken arbeitet, die ein bisschen luftiger sind und auch die Farben des Raumes hier wieder versucht aufzugreifen. Wenn ihr jetzt keinen beständigen Arbeitsplatz in eurem Schlafzimmer haben möchtet, dann würde ich euch empfehlen, einen Schreibtisch an der Wand zu montieren, den man ganz einfach auch zuklappen kann. Die nächste Sache, der man sich im Schlafzimmer widmen sollte, ist die Farbgestaltung hinsichtlich Dekoration und Textilien. Die Goldregel bei der Farbgestaltung ist die 60-30-10-Regel. 60% für neutrale Töne, wie beispielsweise weiß oder beige. 30% dürfen dann die Sekundärfarben sein, das sind beispielsweise Pastellfarben. Und bei den letzten 10%, da darfst du richtig knallen, das sind die Akzentfarben, da dürft ihr dann richtig Gas geben. In diesem Schlafzimmer haben wir uns für Blautöne entschieden, die wirken ein bisschen kühler. Gelbtöne wirken natürlich ein bisschen wärmer und freundlicher und erinnern an die Sonne. Und welche Farbe ich euch nicht im Schlafzimmer empfehlen würde, ist Rot, denn Rot kann auch gerne mal aggressiv wirken. Wollt ihr aber jetzt dennoch Rot im Schlafzimmer einsetzen, dann klingelt's.
Wollt ihr dennoch nicht auf Rot im Schlafzimmer verzichten, dann würde ich euch empfehlen, Rot nur als Akzentfarbe einzusetzen. Bei den Materialien im Schlafzimmer würde ich euch besonders Leinen ans Herz legen, weil Leinen atmungsaktiv ist, kühlt im Sommer, wärmt im Winter. Und hier habe ich mit einer Musselin-Tagesdecke gearbeitet, die auch besonders strapazierfähig ist. Und für den besonders cozy Look würde ich euch auf jeden Fall Strickplates oder Strickkissen empfehlen, damit das Ganze schön gemütlich abgerundet wird. Ihr Lieben, bevor ich euch jetzt noch die nächsten Deko-Tipps gebe, habt ihr denn noch irgendwelche Fragen zur Schlafzimmereinrichtung? Dann schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Ich freue mich auf den Austausch mit euch und wir gehen jetzt mal hier rüber. Da habe ich nämlich den nächsten Tipp für euch, nämlich dekorieren. Und da würde ich euch empfehlen, immer mit 3, 5, 7, also mit ungeraden Zahlen zu dekorieren. Warum? Weil das Auge das Ganze harmonischer wahrnimmt. Ich habe mich hier für ein Dreierarrangement entschieden und habe auch hier mit verschiedenen Höhen gearbeitet, weil es das Ganze nochmal harmonisch abrundet. Last but not least dürfen im Schlafzimmer Pflanzen natürlich auch nicht fehlen und entgegen aller Mythen kann ich euch versprechen, dass sie auch im Schlafzimmer für gute Raumluft sorgen. Hier eignen sich besonders gut beispielsweise eine Alocasia cucullata wie hier oder auch eine Aloe Vera. Jetzt habe ich aber noch einen Fun Fact für euch. Laut NASA dürfen in ihrer Clean Air Studie von 1989 auf 9 Quadratmetern mindestens eine Pflanze Platz finden und Feng Shui erlaubt sogar 3 Stück. Im Schlafzimmer. Alle Produkte könnt ihr natürlich auch nachshoppen. Dazu einfach auf den Link in der Beschreibung klicken. Ich gieße jetzt meine Pflanze und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!